Kennen Sie die Übersetzung von Chumburan? Wir haben eine sehr nette für diesen Titel gefunden. Chumburan bedeutet nichts anderes als Motorradfahrer mit Beiwagenmaschinen und übergroßem Herz nehmen sich Zeit für eine Ausfahrt mit anschließendem geselligen Beisammensein mit behinderten Bewohnern aus dem Dorf in Altenhof am Hausruck. Schon zum 7. Mal veranstaltete die MAG Austria Motorradaktionsgruppe Österreich eine Ausfahrt mit Behinderten. Es kamen ca. 50 Motorradfahrer mit ihren Beiwagenmaschinen, fast alle waren Oldtimer und 6 Oldtimer-Autos, die sich in den Dienst der guten Sache stellenden Motorradfahrer kamen unter anderem aus dem Burgenland, Wien, Salzburg, Kirchdorf, Scheibs, Freistadt, Amstetten, Urfa, Korneuburg, Christkirchen und sogar aus Passau. Schon beim Hineinheben der Behinderten in die Beiwagen konnte man die Vorfreude auf den Nachmittag in ihren Gesichtern sehen. Es dauerte einige Zeit, bis alle Behinderten in den Beiwagenmaschinen und Autos Platz genommen hatten. Einige Behinderte hatten schon bei früheren Ausfahrten ihren persönlichen Fahrer auserkoren. Mit Polizeieskorte ging es los. Von Altenhof ging es nach Eberschwang. Dort wurde der große Motorrad- und Oldtimer-Tross schon von der katholischen Frauenbewegung und der Jungschau mit kühlen Getränken, Kaffee und leckeren Mehlspeisen erwartet. Ja?
So, gehen wir mal auf. Und zum Trinken. Alles schlecht? Wollen wir? Ja. Können wir schauen? Bist du mit einer Rolle mit? Ja, super. Nach der Stärkung ging es über Gebolskirchen und Haag am Hausruck zurück nach Altenhof. Das Herausheben aus den Beiwagen ging viel schneller, da die Fahrer tatkräftig mithalfen. Somit konnte man sich in geselliger Runde über die Ausfahrt austauschen. Es war schon sehr ergreifend, wie sehr sich die Behinderten über diese Abwechslung gefreut haben. Sie schwärmten in den höchsten Tönen von der Ausfahrt und auch von den Fahrern. Man muss den Fahrern höchsten Respekt zollen, dass sie sich die Zeit für diese Ausfahrt nehmen und den Kontakt durch Briefe und Internet nicht abreißen lassen. Für viele Motorradfahrer steht diese Ausfahrt fix in ihrem Terminkalender und einige von ihnen haben aus diesem Grund sogar eine andere Veranstaltung abgesagt. Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen, da es ein sehr schönes Gefühl war, die Dankbarkeit der Bewohner des Dorfes miterleben zu dürfen. Du bist heute da beim Jumbo-Run mitgefahren, hast da jemanden aus dem Dorf geschnappt und mitgenommen. Wie oft warst du schon dabei? Ich bin schon das vierte Mal da jetzt. Was hat dich bewogen, da mitzufahren? Ja, wir sind eine Gruppe von unserem Oldtimer-Club und wir machen das für einen guten Zweck und ich glaube, die Leute freuen sich recht. Bist du das erste Mal mitgewesen? Nein, schon das zweite oder dritte Mal. Und für mich ist immer eine Abwechslung. Mein ganzes Dorf ausgekommen. Du hast dich auch in Dienst der guten Sache gestellt. Was hat dich bewogen, da mitzufahren? Ja, ich sage auch so, wenn man sich reindenkt, die Leute, dann war man selber auch froh, wenn man mitfahren kann. Und jetzt nimmt man sich da einfach Zeit und die haben da Freude. Das ist eine Pflicht, der mein. Bist du zum ersten Mal da mitgefahren? Nein. Also seit es gibt. Ihr seid da beim Jumbo-Run mitgefahren, wieso machst du da mit? Das ist jetzt schon mein viertes oder fünftes Mal. Es ist mir wirklich ein Bedürfnis, da mitzumachen. Warum? Man weiß nicht, ob man nicht selber irgendwann einmal auch in so eine Situation kommt. Und ja, es macht eine Freude, da mitzumachen, den Leuten da was zu geben. Eine Ausfahrt, es ist schön, es ist einfach, ja, okay. Und wie hat dir die Ausfahrt gefallen? Sie war relativ kurz, aber ich glaube von der Landschaft sehr sehenswert. Also durch den Wald, das war besonders schön und dann die Kurven so und wenn wir dann auch die ganze Schlange, wie viel wir unterwegs waren und ja, einfach das Unterwegssein so in der Natur hat mich ganz, ganz fest berührt. Ihr habt das Ganze, diesen Jumbo-Run, organisiert. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das war bereits im Jahre 94, wo wir einige Bewohner von Altenhof beim Motorradtreffen in Altenhof kennengelernt haben. Wir haben dann einmal nachgefragt, ob sie eben Interesse daran hätten und so ist das Ganze dann entstanden. Und 95 war dann die erste Ausfahrt mit den Bewohnern. Wie viel habt ihr beim ersten Mal zusammengebracht, Maschinenfahrermanne jetzt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war nicht so viel. Ich glaube, gute 25 bis 30, ja. Wie organisiert ihr das, dass so viel kommen? Heute waren um die 50 Maschinen da, also Motorradfahrer und immer 6-7 Autos. Wie habt ihr das zusammengebracht? Es sind viele Stammgäste da, die uns schon fragen, wann die Veranstaltung stattfindet. Und ich schreibe ca. 600 Beiwagenfahrer in Österreich alle Jahre an. Und ca. 10% von denen, die ich anschreibe, kommen dann auch. Es ist ja sicher nicht einfach, das zu organisieren. Was muss man da beachten? Vor allem, was habt ihr alles zu machen? Naja,
man kann jetzt nicht mehr sagen, dass es so irrsinnig viel Arbeit ist. Es ist ja jetzt schon jahrelang die Veranstaltung seitens der MAG. Wir kümmern uns um die Streckenabsicherung, wir melden die Veranstaltung bei der Bezirkshauptmannschaft. Wir kümmern uns darum, dass auch die Gendarmerie vor Ort ist, dass während der Fahrt nichts passieren kann. Und die Fahrer organisiert der Herr Schweighofer.